Are you ready? Hallo Freunde und willkommen zu den Shortcuts, dein Update in 99 Sekunden. Diese Woche wurde Klartext geredet und ordentlich Kritik geäußert. Konkrafter zum Beispiel regt sich über YouTube Deutschland auf, Vegas Films möchte nicht berühmt sein und Fresh Torge gibt zum ersten Mal in seinen 10 Jahren auf YouTube ein politisches Statement ab. Und wie ich finde, ein sehr gelungenes. Los geht's! Wenn man bei Konkrafter auf dem Channel ist, erlebt man einen gut gelaunten, fröhlichen, albernen Luca, der vielleicht ab und zu ein bisschen zu viel mit Gegenständen kommuniziert. Aber diese Woche regt er sich nicht nur über YouTube Deutschland auf, nein, er kotzt sich regelrecht aus. Sein Puls ist durchgängig bei 180 und zwar deswegen. Und wenn ich dann halt so Videos sehe, wie beispielsweise Gay Prank an meinen Vater oder Ärsche von YouTubern erraten oder jemand läuft in L.A. und belästigt irgendwelche Menschen und fragt sie nach Drogen und nennt es am Ende, es ist ein fucking Prank. Was ist mit euch Spastis los? Oh mein Gott, ich werde so aggressiv, wenn ich an solche... Oh. Wesentlich subtiler äußert da Vegas Films Kritik mit ihrem Video Ich will nicht berühmt sein, in dem sie ein aufschlussreiches Gespräch mit ihrem Radio führt. Mit Gegenständen reden scheint so ein YouTuber-Ding zu sein. Ich zu meinem Teil kann stolz behaupten, dass ich noch nie einen YouTuber gefragt habe, ob er mein Video teilen will. Aha. Oder Kooperationen eingegangen, nur für die Klicks und so ein Scheiß. Diese Hurensöhne. Das eindrucksvollste Statement kam diese Woche tatsächlich ausgerechnet von Knallfrosch Fresh Torge. Dieser verstößt gegen seine Prinzipien angesichts der derzeitigen politischen Situation in Deutschland und gibt seine Meinung zur AfD kund. Und das mit einer Sachlichkeit und einer Ruhe, die ich bewundere. Chapeau, Torge. Ich finde die Meinung der AfD größtenteils sehr, sehr scheiße. Und nicht nur scheiße, sondern auch verdammt gefährlich. Denn wenn eine Beatrice von Storch davon redet, an der Grenze auf Flüchtlinge zu schießen, dann ist das für mich nicht nur menschenverachtend und absolut verabscheuungswürdig, sondern auch in keinster Weise mehr mit unserem Grundgesetz vereinbar. So, Freunde, am Mittwoch wird's interessant im Magazin. Ich habe nämlich direkt zwei coole Gäste und alle Hobbymusiker sollten auf jeden Fall einschalten. Hast du gehört, Leon? Ansonsten aber auch jeder andere gerne. Ich freue mich über jeden, der zuschaut. Wir sehen uns. Ich bin Suri und raus.